Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das große Update, The Grand Festival, wie es hier auch steht, ist endlich draußen. Morgen kommt das auf Global, letzte Woche ist natürlich schon auf JP rausgekommen und ich habe es mir gerade schon angeschaut. Ey, es ist so, so big. Also alles, wir haben uns den Stream zusammen angeschaut, aber da kann man nicht mal alles sehen, was da rauskommt. Und diese Patchnotes, ich habe allein, um sie nur durchzufliegen, 5 Minuten Loki gebraucht. Aber mit euch gehe ich sie natürlich jetzt nochmal durch. Und ey, wirklich crazy, crazy, crazy. Ich freue mich halt immer auf solche Festivals, weil es einfach richtig Bock macht, dieses Game wieder anzufangen für Leute, die halt ein bisschen Pause gemacht haben. Oder halt auch für uns einfach weiter zu spielen. Falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, nicht wundern, ich bin krank. Und ja, vielleicht hört sich auch ein bisschen kacke für euch an, aber natürlich will ich trotzdem ein Video für euch machen. Eigentlich wollte ich gestern ja 2 Videos machen, aber leider wurde das zweite Video ein bisschen korrumpiert, deswegen konnte ich das dann nicht hochladen. Ich muss dann einfach jetzt ein neues Video aufnehmen für morgen und diese Woche kommen halt dann einfach 5 oder 6 Videos. Vielleicht mache ich diese Woche noch ein Video über Black Clover Mobile, habe es ein bisschen angefangen, bin noch nicht weit. Ich weiß noch nicht, welche Charaktere gut sind, was man da machen muss und sowas. Darauf gehen wir aber dann noch diese Woche vielleicht irgendwann mal ein. Jetzt erstmal auf die Patch Notes. Natürlich bekommen wir die neue Elizabeth, ist klar. Und falls ihr das Modell noch nicht gesehen habt, hier ist das Modell, wie sie aussieht. Genau wie ich es gesagt habe, in der Fusion aus der Light Elizabeth und oder halt auch aus der Goddess Elizabeth, die erste, genau. Teilweise, nicht genau, aber teilweise. So, ich hoffe, ihr seht es auch so ein bisschen wie ich. Dann natürlich bekommen wir noch die Outfits, ist klar. Die Outfits, also ich sage eigentlich immer, mit Marvel verkackt die Outfits nie. Diesmal haben sie auch nicht verkackt, keine Frage. Also verkackt ist es definitiv nicht, aber ein bisschen schwächer als alle anderen Outfits von anderen Festivals. Ich finde tatsächlich nur das letzte Outfit nice, aber sonst, ja, schwierig. Aber, ja, man kann ja auch nicht immer die kranksten Outfits machen. Dann haben wir auch noch hier ein neues Cardset. Increases Allies Basic Sets by N%, natürlich wie viele Allies da sind. And increases the Damage Taken by X% in Knighted Boss Battle. Also einfach Knighted Boss Battle Cardset. Das ist natürlich sehr nice für Leute, die halt das brauchen. Dann bekommen wir natürlich auch noch ein Holy Relic. Darauf sind wir auch schon im Stream eingegangen, aber hab noch in keinem Video drüber geredet. Nämlich für Monspeed, für den roten und für den grünen, applies to Ignite Effect, also macht 2 Ignites auf die Gegner, auf alle Gegner drauf für 3 Turns am Anfang von dem Allies Turn, also bei jedem Turn von den Allies. Und dann macht er nochmal einen Ignite Effect auf die Allies, auf die Gegner drauf, wenn alle Allies, also alle deine Teammitglieder Dämonen sind. Und für jeden Ignite auf den Gegnern drauf, wird der Damage, den deine Mates machen, um 3% erhöht. Das ist schon echt, echt krank. Bis zu 10 Mal. Also wenn du 10 Ignites auf den Gegner drauf gemacht hast, dann machen deine Teammates 30% mehr Schaden. Schmeckt sehr, sehr gut. Ich würde mich mal wundern, weil natürlich CC ist ja Stier bei ihm. Aber wie er vielleicht mit Demon King klappt. Das war schon lustig. Natürlich haben wir auch den Coinshop, weil bei einer Festival bekommen wir immer einen Festival-Coinshop. Und es ist Holy War Festival, gell? Sollte Holy War Festival sein. Ja, doch, so ein Holy War Festival. Ja, kann man mal mitnehmen. Falls ihr Sachen noch nicht habt, könnt ihr sie hier ertauschen. Aber nachher kommt noch was sehr, sehr Krankes. Ey, einige wissen es natürlich schon von meinen Streams. Und auch vielleicht haben sie schon gesehen, aber ey, richtig gut für Free-to-Play-Spieler und auch für neue Spieler. Da sind Bundles, ich gehe langsam durch, dann könnt ihr sie euch auch anschauen, aber ich gehe darauf natürlich nicht ein. Weil wir kaufen nichts, wir sind Free-to-Play und wir bleiben auch Free-to-Play am besten. Dann System-Updates, jetzt kommen die besten Sachen. Auf jeden Fall, Player-Rank-Cap increased, also von 110 auf 120, das war lustig im Stream, weil ich dachte kurz, dass es von Dinger war, dass die gemeint hatten, von 100 auf 120 von den Charakter-Rank. Ich dachte so, oh no, warum? Aber nein, ich habe dann gesehen, ey, warte mal, 110 auf 120, okay, ich habe mich verlesen. Und natürlich werden dann auch deine Freundesliste increased um 5%. Dann, Chaos Fragment wird von wird zu Kings Exchange Material Shop reingemacht. Und da könnt ihr es halt einfach tauschen. Ja, würde ich ungern machen, Ally Coins in das zu tauschen. Aber für jetzt Pay to Wins. Na, ich glaube auch für, nicht mal für Pay-to-Wins würde sich das lohnen. Nicht mal für Wales würde sich das lohnen. Deswegen, ja, ein bisschen unnötig vielleicht, aber ja. Dann, ja, das ist jetzt relativ unnötig, egal. Deathmatch Improvements, das ist das Krasse. Dass wir jetzt hier, ich tue das ein bisschen zusammenfassen. Also, wir können jetzt hier alle Boss-Battles erstmal automatisch clearen.
Und also nacheinander wird es halt einfach geklärt. Du kannst alle auswählen, die du clearen willst, dann wird es autoclear, dann wird als erster geautoclear, dann wird das zweite geautoclear und das erste, wo halt das Boss Battle bekommt, wird dann weggemacht und dann wird es da weitergemacht und da weitergemacht, da weitermacht und so weiter. Und dann bekommt ihr ja diese Boss Battle und die könnt ihr auch autoclearen. Und was jetzt das Kranke kommt, jetzt kommt's. Erstens, wir haben kein Daily Limit mehr bei den normalen Boss Battles. Wir haben einfach kein Daily Limit mehr. Wir können es so oft machen, wie wir wollen. Also stellt euch schon mal auf Streams ein, wo ich einfach nur noch Boss Battles machen werde. Und zweitens, was auch sehr nice ist, hier wird direkt die Extreme-Variante genommen von den Boss Battles. Nicht die normale Variante, dass du halt 1000 Mal spielen musst, weil bei der Extreme-Variante bekommst du mehr Prozent, um halt den Boss Battle spawnen zu lassen. Und wie ich finde, was sie auch gut gemacht haben, wenn du einmal ein Boss Battle geklärt hast, in einer zum Beispiel in Hell-Variante, dann bekommst du nicht mehr die anderen Materialien, sondern nur Limit Breaker-Materialien, also nur die Demons. Weil bei Demons hier bekommen wir ja auch die Outfit-Aufwertungsmaterialien. Und die wollten es halt nicht so overpowered machen, dass man es halt unlimited machen kann. Dass sie halt gesagt haben, okay, nach dem ersten Mal bekommt ihr dann nicht mehr diese Dinger, diese Mats von den Aufwertungsmaterialien, sondern eher die Mats einfach. Finde ich in Ordnung, dass sie es so gemacht haben. Passt auch. Also, ich sehe da nichts anderes. Sehr, sehr nice, dass man jetzt kein Daily Limit mehr hat. Das ist sehr krank. Nach 4 Jahren ist es schon sehr, sehr krank. Jetzt kommen wir auf die Events. Also, erstens natürlich 200 Dias einfach auf unserem Nacken, kann man nicht anders sagen. 200 Dias schmecken. Fertig. Schmecken. Auch wenn ihr nicht sammeln solltet, lockt euch einfach ein. 200 Dias sind krank. Also, mit diesen 200 Dias habe ich garantiert dann auch meine 900 Dias für die November Festival. Aber natürlich bekommen wir nicht nur die 200 Dias, sondern auch noch diese Tickets wieder. Diese, wie heißen die? Royal Festival Check-In? Nein, das ist es nicht. Jumpbox, genau. Royal Jumpbox. Hier seht ihr schon, Free Traitor Melee. Für Free-to-Plays und für neue Spieler. Traitor Melee ist noch immer crazy im PvE. Traitor Melee ist noch immer crazy im PvE. Wirklich, wirklich, keine Frage. Und es sind halt diese Tickets, wo ihr halt Login bekommt. Auch, glaube ich, paar. Ich könnte auch, glaube ich, Mission machen, aber vielleicht eher Login. Und dann könnt ihr Sam sozusagen, Sam-mäßig. Und dann bekommt ihr in der ersten, bekommt ihr sie. Dann das, dann das, dann den, dann das, dann das, dann ihn hier, den Trader Melly, schmeckt natürlich, bis zu Elite und dann am Ende nochmal ein paar Tickets. Und in diesen Chests, die wir hier gerade gesehen haben, bekommen wir dann diesen Stuff hier. Ey, ich muss ehrlich sagen, Trader Melly hätte ich nicht erwartet, dass er free wird, aber schmeckt, schmeckt, schmeckt. Das ist ja die erste Unit von Darkness und Light, die free wird. Gut, ist ja aber auch die erste Dark Unit. Klar eigentlich, ist ja klar eigentlich. Dann haben wir nochmal natürlich Special Missions. Was ich euch schon sagen kann, lockt euch vorher ein, bevor der Daily Reset kommt. Nämlich, lockt euch um 6 Uhr morgens ein. Nein, um 6 Uhr morgens ist Update wahrscheinlich noch da. Lockt euch um circa 7 Uhr morgens ein. Weil, wenn ihr euch um 7 Uhr morgens einloggt, dann macht ihr ein bisschen dieses Blessing of Leones auf Level 2 und Forge Special Dungeon auch einmal clearen. Dann nach 8 Uhr morgens macht ihr 2 wieder. Macht ihr auf 2 dann und dann macht ihr das zweite Special Dungeon. Und dann habt ihr schon im ersten Tag alle Tickets. Das ist sehr nice. Was ich aber auch gerade sehe, dass wir mehr Rewards hier unten bekommen. Sehr cool. Und natürlich auch ein 90 Coin. Natürlich auch ein 90 Coin. One Step Evolution Token, genau. Das ist natürlich auch sehr nice, wenn ihr zum Beispiel auch die List gleich zieht, dann könnt ihr direkt diesen Token der List geben und habt sie direkt Level 90 und müsst ihr sie nur noch Super Awakening und halt 2 Level noch hochpushen. Schmeckt natürlich, schmeckt. Ah, das habe ich gerade übersprungen. Natürlich haben wir auch noch Great Blessing of Leones. Das bekommen wir ja fast bei jedem Festival seit, glaube ich, Esther Rossa. Wenn ich mich nicht irre, seit Esther Rossa oder seit Light Elizabeth. Ich weiß nicht genau. Ich weiß wirklich nicht mehr genau. Entweder seit Esther Rossa oder seit Light Elizabeth. Muss man mal nachgucken. Dann bekommen wir noch diese Royal Gift Card, wo man einfach drauf drückt. Und wenn man halt genau in den ersten 5 Steps das richtige tippt, bekommt man das Doppelte. Bei manchen, nicht immer bei jedem, aber bei manchen. Und dann halt bekommen wir noch diese Währung, das ist dafür, das sind diese Schlüssel sozusagen, dass man das macht und das sind halt die Rewards, die man da bekommt. Ich sag's immer, Free Stuff ist Free Stuff, nehmen wir auf jeden Fall mit, klar. Und dieses, was Double, was ich meinte, das klappt immer meistens mit Anvils und mit Hammern, dass du einfach dann anstatt 50 100 bekommst und anstatt 5 10 bekommst. Das ist schon sehr nice. Dann bekommen wir auch Event Boss Parade natürlich wieder, machen die immer rein, dass man halt ein paar Bosse bekommt. Leider finde ich es schade, dass sie es nicht, dass sie nicht neue Bosse reinbringen. Machen ja immer alte Bosse rein. Kann man nichts machen. Video kommt natürlich zu Soldier Malik, ist ja klar. Wahrscheinlich übermorgen oder sowas müssen wir gucken, wie wir es machen. Weil ich sammle ja morgen nicht.
Sonst würde ja morgen zusammen ein Video kommen. Dann bekommen wir diese Jumpbox-Ticket. Nice. Dann auch Lucky Box-Ticket. Lucky Box-Ticket schmeckt natürlich. Sollte auch hier unten gleich kommen, weil ich habe da immer voll viel Glück. Dann hier natürlich noch mehrere Sachen. Diese Chests für Special Dungeons for Zogress, genau. Dass ihr halt diese Super Awakening. Wie nennen wir das? Aufwertungsmaterialien für Autos einfach bekommt. Ja, genau. So war das. Dann haben wir auch noch ein Food. Einfach nichts Besonderes. Battle Deathmatch Evolution and Costume Enhancement Material Gain Increased by 100%. Also bekommst du einfach nochmal diese Scheiße und nochmal Deathmatch Stuff. Also die Mets dazu. Krank. Kann man mitnehmen. Ist aber tatsächlich nur für dieses Event draußen. Also nicht wundern, wenn es danach rausgeht. Was ich auch sehr geil finde, ist, dass man hier wieder bei King diesen Special Exchange Shop hat. Der schmeckt natürlich, weil man kann da so viel Sachen holen und falls einem etwas fehlt, kann man halt echt nice hier bei ihm sich wieder aufstocken. Paar unwichtige Sachen, hier wieder unwichtige Sachen. Dann Lucky Back Ticket finde ich nice, weil ich habe sehr oft Glück gehabt, dass ich die 25 Gems bekommen habe. Ich hoffe hier auch, dass ihr da halt auch straight up die 25 Gems bekommt. Dann Battle Event, nichts Besonderes. Vorzugs nochmal so ein Dungeon, nichts Besonderes. Miscellaneous auch nichts Besonderes. Und natürlich geht die Elite in die Tickets rein und die Queen Elizabeth wird als Special und Seasonal Unit in Heroes Arena reinkommen. Ja, was sagt ihr denn zu den Patches? Also, wie gesagt, sehr, sehr big, sehr, sehr viel Free Stuff. Man kann sich hier eigentlich gar nicht beklagen. Ich finde es einfach nur geil. Aber ich werde natürlich nicht zusammen. Aber das ist natürlich mein Highlight unbedingt. Wirklich, for real. For real, for real. Das war's.